Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. Ja, in diesem strahlenden Etwas. Wie soll ich sagen? Ist alles ein bisschen hell hier. Wir wollten hier. Ein Hase. Nochmal weiter in die Richtung gucken. Da hinten sieht es nämlich aus wie Häuser und wie Stadt. Aber wahrscheinlich bestimmt eine, die ich schon kenne, bei meinem Glück. Aber ich muss dringend auch mal meinen Getränkehaushalt im Auge behalten. Nee, da, die Stadt da hinten kann ich noch gar nicht kennen, weil da war ich noch gar nicht. Ich Troll. Bringt mir denn, wenn ich Yucca so esse, Water. Ja, immerhin zwei, ne? Aber habe ich wahrscheinlich auch die Chance und das Glück, wie heißt es so schön? Oh, krieg ich drei bei raus. Die Chance und das Glück, dabei auch noch, na, wie heißt es hier? Mich ein bisschen ill zu fühlen. Das ist lustig. Irgendwie sieht man hier immer wieder Bäume, aber eigentlich befinde ich mich mitten in der Wüste. Also es ist so eine seltsame Mischung. Oh, Acid. Komm, Kohlebrocken lasse ich hier und dafür nehme ich Acid lieber mit. Die Pflanzenfasern dübel ich jetzt mal weg. Dann ist das eben so. Aus der kann ich auch noch nichts machen. Komm, dann lassen wir die auch erstmal nochmal hier. Was ist das hier für ein merkwürdiges Biom? Also mal ganz davon abgesehen, dass es sowieso viel zu hell ist, ne? Wie wir alle wissen. Oh, ein bisschen Schatten. 35 Grad. Und es wird noch heißer. Der Pleitergeier. Schön, dass er da ist. Ne, also mal ganz davon abgesehen, dass wir sowieso wissen, dass es hier viel zu hell ist. Wieso zum Geier? Zum Geier. Der war schlecht, ich weiß. Sind hier Bäume mitten in der Wüste? Und wo will das Ganze hier hin? Also habe ich hier nur riesen Wüstenbiom? Ich schwitze, mir ist warm. Ich habe kaum bis schlechte Ausdauer, über mir kreist der Pleitegeier. Aber das da hinten sieht irgendwie vielversprechend aus. Zur Not muss ich mir da aus dem Wasserturm, weil ich habe ja leere Gläser dabei. Ach, schon zwei Geierreiher. Wasser ab. Nee, entnehmen. Oh, jetzt wird es aber wieder kühler hier. Das ist ja angenehm. Wasser entnehmen. Und das flott abkochen. Oh, das scheint mir wieder ein schwebender Point of Interest zu sein. Ich hätte gerne noch ein bisschen Ausdauer, wenn es ginge. Damit ich jetzt hier weiter mit dem Knüppel zuhauen kann. Ohne dass ich getroffen werde und mich der Pleitegeier erreicht. Nee, doch. Baut sich auf. Ach, das ist ein. Oh. Ist das eine Kombination aus Point of Interest und Händler? Das war jetzt auch mehr so ein Schuss ins Blaue. Im fast schon wahrsten Sinne. Achso, ich bin immer noch im Zielmodus. Seht ihr? Da war es wieder. Oh, ein muffiger Rucksack. Was kannst du mir denn Schönes? Oh ja, irgendwie sowas. Was haben wir denn? 12 Uhr, ne? Ja. Komm, dann gehen wir mal rein zum Monsieur Händler. Ah, die hier auch? Ja, schade. Aber das kann ich wenigstens looten. Das ist doch ganz schön hell hier. Und nebenan ist so ein Point of Interest wie bei uns. Das ist ja merkwürdig hier. Komm, geh rein. Tür zu. Und dann gucken wir uns hier drin mal noch mal ein wenig um.
ein paar Tokens. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wo liegt denn dein Problem, Lady? Ah, da kann ich nicht durchschießen. Na, dann machen wir weiter. Das ist dann mir auch egal. So, was sagt denn die Schmiede hier? Wunderbar, sie funktioniert. Ich würde das Fass aber so gern mitnehmen. Ist hier vielleicht noch was drin zum Verticken oder ein T-Shirt? Na, zum Verticken wohl eher. Was zu trinken wäre geil. Ne, Blei. Zwei Grilletten. Leere Gläser. Die sind nicht schlecht. Die nehme ich doch gerne mit. Jetzt würde ich gerne einmal hier das Helmchen aufsetzen. Lord Helmchen. Dass ich hier mal so ein bisschen so einen Überblick erhalte, was hier so los ist. Die ist destroyed. Na, schade. Was ist denn da draußen los, Kinders? Und über mir kreist immer noch der Geier. Na, guck mal nochmal. Ein Griff ins Klo. Die Nase vor der Tür zu gehauen. Nein, die Tür vor der Nase zu gehauen. Oh, müsst ihr hier so einen Krach machen, Leute? Das nervt ganz schön. So, hier hinten haben wir noch einen Zementmischer, der funktioniert sogar. Und mal wieder eine Destroyed Workbench. Also irgendwie bisher sind, glaube ich, alle Workbenches, die ich hier erwischt habe, destroyed. Kann das sein? So, wir haben keinen Topf dabei. Das heißt, ich könnte mir jetzt auch kein Wasser abkochen. Das ist eine Vending Machine. Hier draußen ist ja noch so ein Kriechchen. Hallo? Ich hab doch gar nichts mit dir gemacht. Was, hallo? Snowberry-Extrakt, der hätte auch nichts zu essen, zu trinken. Aber ich muss unbedingt was loswerden. Ich bin viel zu schwer. Und die Leute draußen nerven. Hallo, Mr. Rekt. So, kann ich dir das verkaufen? Ja, dann kriegst du das auch gleich mal. Ich weiß nicht, ich glaube, ich müsste den Grill haben. Komm weg damit. Die kann ich nicht loswerden. Die Heat Resist 7, Heat Resist 9, ist die tatsächlich besser als der... Müsste ich da jetzt nicht angezeigt kriegen? Genau, das heißt, das, was ich jetzt habe, ist 2 Punkte besser überall in der Dingens. Kann ich den verkaufen? Nee. Was haben wir denn hier noch, was wir auf den Kopf hauen könnten? Ich glaube, das brauche ich auch noch nicht. Das kann ich auch erstmal verkaufen. Taschenlampe. Na, ich habe einen Mining-Helm. Komm. Ab dafür. Das macht die Sache ja auch nicht besser. So, habe ich 110 Tokens. Was hast du denn so schönes? Auch Improved Fittings. Wow. Und eine Blade. Ein Whited Hat. Militärstiefel. Alteisenhandschuhe. Kaffee, Kochgrille. Ach, diese Ruhe. Diese wunderschöne Ruhe. So, ansonsten ist hier, glaube ich, jetzt nicht so viel Interessantes. Ein Blutabnahme-Kit. Hätte ich aber leider nicht genug Geld dabei. Oh, so ein schönes Jagdmesser wäre ja geil, ne? Komm, das Schießpulver können wir ihm, glaube ich, auch... Ne, können wir ihm nicht. Dafür haben wir zu wenig davon. So, dann wirst... Ach, ist aber auch geil hier mit der Straße. Dann bist du jetzt Wegpunkt speichern. Händler Rekt. Können hier Händler 2... Kriege ich da keine Zahl hin?
Oder ist das zu viel? Nee, warum kann ich denn da keine Zahl hinmachen? Hm, das ist ja merkwürdig. Seltsam. Ja, gut, dann ist es jetzt Händler Rekt. Und das wird hier irgendwie auch nicht besser, ne? Obwohl ich bin jetzt ein bisschen... Oh. Hänsel und Gretel sind es ja auch noch draußen. Mach die Tür mal bitte wieder zu. Tür zu. Dankeschön. So, das war ja jetzt leider so ein Ding mit ohne Wasserturm, wo ich kein Wasser rauskriege. Und das sind jetzt hier wieder nur Point of Interest, die hier rumliegen. Also bringt uns das ja auch nicht viel weiter. Da hinten ist ein nettes Häuschen. Da möchte ich jetzt hin. Ich kann das Looten nicht lassen, ne? Nee, komm, Samen sollte man mitnehmen, das, Was ist denn das da für ein lustiges Häuschen? Da wächst Mais im Vorgarten. Ist das etwa auch ein Point of Interest? Aber dass jetzt hier links diese Dinger zuhauf rumstehen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Na klar, ist das ein Point of Interest. Aber wenn ich hier ein bisschen Mais mitnehmen kann, dann mache ich das doch. Oh, da oben läuft ein Zombie rum, wie lustig. Ist die Frage, wohnt der da oben oder wie ist der da hochgekommen, ne? Out of Stamina. Na, hahaha. Willst du mal aufhören, du dummer Geier? War ja klar, ne? Dass wenn der eine, dann da auch der andere. Oh. Ich hasse Geier, habe ich das schon mal erwähnt? Oh, hallo. Das war jetzt so nicht geplant. Ich wollte einfach nur gucken, was jetzt hier so los ist. Und dann müsst ihr gleich hier so einen auf Aggro machen, oder was? Na komm, Lady, dann gibt's auf dein leider nicht ganz so hübsches Gesicht einfach nochmal einen mit dem Knüppel. Ich fühle mich nicht so gut und ich habe auch nicht so viel Ausdauer. Okay, das war sie. Für sie habe ich, glaube ich, nicht genug Ausdauer, denn kriegt sie nur einen mit den leichten Schlägen vernatzt. Hallo, ich hätte gerne Ausdauer, 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 Ausdauer. Dankeschön. Irgendwo schlurft hier noch jemand rum. Ach, hat er sich von hinten angeschlichen. Diese scheiß Geier. Gut, da ist erstmal schon mal nichts und niemand drin. Doof. Man sollte nicht laufen und den Pfeil loslassen. Gott sei Dank, hinter mir war nämlich der Zaun, da wäre ich jetzt nicht so viel weitergekommen. Kann ich hier ran? Nee, aber da ist noch ein Geier. Du kleiner Mistkrückenviech-Sack. Komm, dafür kriegst du jetzt hier auch nochmal einen auf den Kopf. Aber ich glaube, dann machen wir das doch mal hier als nettes kleines Fotochen. Oh, noch so eine, die mir Agility bringt, ne? Aber ich lasse sie einfach mal hier. Wo ist die Mütze vielleicht besser? Heat Resist 9 im Vergleich zu dem, was ich aufhab. Willst du die jetzt mal vergleichen?
Nee, die sind gleich. Dann lasse ich die hier. Genauso wie das Plastik. Und Federn habe ich jetzt auch genug. Den Hut wollte ich zerlegen. Stofffetzen. Komm, bleiben hier. Da kommt irgendwer, da läuft irgendwer, da geht irgendwer, da will irgendwer was. Mach hin, mach hin, mach hin. Wow, da möchte ich doch gerne mal raus. Da sind ja noch zwei. Ach nein, brauche ich nicht. Ich habe zu viele Federn. Lass das. Was habe ich da jetzt Lustiges eingesammelt? Holzrahmen und eine Batterie fürs Auto. Und was ist mit euch hier los? Agro-People? Also heute ist ja auch wieder viel Zombie-Action, muss ich sagen. Achso, das waren die Federn. Oh. Ah! Dankeschön. Wo kommst du denn bitte schön her, Junge? So ein mieser Mistkerl. Ah. Was ist denn mit dem da, der da hinten so viel Krach gemacht hat? So ein Hund hier. Dankeschön. Ach, er war das. Und da kommt jetzt noch einer. Also, was ist denn hier los jetzt heute? Ich hätte auch gerne irgendwie mal ein bisschen. Wäre ein bisschen froh über ein bisschen mehr Heilung. Na. Wie kann man das denn? Vor allem muss ich ja jetzt hier aufpassen, wo ich hinlaufe. Nicht, dass ich mir einfach von hinten einen Kaktus ins Bein pieke. Und dann war es das bei nur noch 23 Leben. Aber wir leveln ohne Ende, ne? Das ist ja echt phänomenal hier, muss ich sagen. Kinders, nee, 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 nee. Leeres Glas, ja. Blink. War ja klar. Reparieren, ja, bitte. Danke. Oh, ich bin hydrationstechnisch nicht ganz so gut dran, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde jetzt hier gerne mal diese benutzen. Und das hier mal kurz benutzen. Willst du mal bitte wieder auf diesen Stamm hacken? Irgendeine Chemiestation, Umbika und ich hätte gern irgendwie einfach nur Wasser. Oh nein. Na, du Mistvieh. Ich brauche doch einfach nur was Wasser. Und zwar schleunigst, sonst ist hier Schluss mit lustig. Wohnt hier noch jemand drin? Nee. Ist auch leider kein Wasser. Daran ist auch nichts zu holen. Ich bin vollkommen überladen und auch irgendwie ganz schön durstig. Und ja, kurz vor Tod mal wieder. Ich würde jetzt gerne hier einmal die Schaufel wegpacken und jetzt hier die, auch wenn ich da mitunter mir doch ein bisschen schade, von wegen Illness und so, bringen die aber immerhin noch ein bisschen Wasser zurück. Aua, das war das, was ich meinte, ne? Kaktus und so
Ruckzuck ist man hier tot. Das ist ein interessanter Point of Interest, aber eben ein Point of Interest. Ja, I feel a little bit ill. Das ist halt so. Warum muss das hier alles Wüste sein zum Henker? Und warum müssen überall Points of Interest sein? Und warum habe ich vorhin zwei Kochgrille gefunden, statt mal einem Ofen? Das wäre ja auch mal nett gewesen. In einem Ofen, sage ich schon, einem... Kochtopf. Kochtopf war das Wort, was ich suchtete. Willst du mal bitte auf die Jucke einschlagen? Dankeschön. Ja, mir geht das gar nicht mal so gut. Aber dass es mir jetzt an sich erstmal ein bisschen ill geht, ist ja auch relativ wurscht, ne? Also ich meine, wenn es mir schon scheiße geht, dann kann es mir auch schon scheiße gehen. Also macht ja dann irgendwie keinen Unterschied. Hoffe ich. Auf jeden Fall eine neue Stadt, aber auch mal wieder mitten in die Wüste. Und das ist so hell hier. Aber ich bin jetzt immerhin wieder bei 46... Getränk. 47. Bringt das was, wenn ich... Was bringt mir das denn? Vitamine verbessern dein Wohlbefinden und können dir frühe Stadien von Dysterie heilen. Hot, durstig. Nö, wenn ich mich jetzt nicht mehr ill fühle, dann hau ich mir die doch nicht rein. Ja. The beer then. Yucca kann einem also doch ein bisschen helfen hier. Eine blöde Feder, ernsthaft. Ja, ganz weit weg von zu Hause. Immer noch in der Wüste. Leider, muss ich sagen. Leider. Hier scheint es tatsächlich irgendwie immer nur Wüste zu geben. Und dass das hier so überstrahlt ist, geht mir richtig auf die Nerven. Also vom Licht her. Nee. Und irgendwie brauche ich jetzt langsam mal was zu trinken. Das kann ja so nicht weitergehen hier. Was? Wo? Warum? Was willst du denn schon wieder hier? Mistkrücke. Und irgendwie Heilung wäre ein bisschen geil, ne? Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Aber ja, wie das und ob das jetzt hier weitergeht, sehen wir uns dann einfach mal in der nächsten Folge an. Denn es ist ja auch schon wieder spät. Ich gucke jetzt hier aber nochmal eben rein. Nee. Irgendwie ein Glaserl Wasser. Oh, die nehmen wir aber mit. Zur Not muss ich einfach... dreckiges Wasser trinken hier. Das ist zwar auch nicht schön, aber ich habe ja immerhin zwei Tabletten gegen Dysterie, also gegen Durchfall und naja, das sehen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen, hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!